wusste, dass ihm das ja auch wirklich half. Ne? Und nun kann ich damit leben. April 2009. Frank stellt beim Bundesinstitut für Arzneimittel den Antrag, seine Schmerzen legal mit Cannabis behandeln zu dürfen. Der wurde jetzt genehmigt. Die ganze Sache mit dem Antrag, also man muss sich das ja wirklich mal überlegen. Dann stellt man den Antrag, dann outet man sich und sagt, hallo, ich konsumiere Cannabis. Und da können natürlich einige Repressalien folgen, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich die Erlaubnis nicht, hätte ich dieses Interview auch nicht gemacht, weil sonst steht irgendwann die Führerscheinstelle da, die Polizei tritt ein, die Tür ein. Und das sind alles so Sachen, die mich jetzt natürlich sehr freuen, dass ich auf der legalen Seite bin. Kiffen auf Rezept. Frank bekommt sein Gras jetzt aus der Apotheke. Er wünscht sich, dass diese Ausnahme bald für viele Schwerkranke zur Regel wird. Legalisierung von Drogen. Dazu wollen wir eure Meinung weiterhin in unserem Blog auf unserer Website auf on3südwild.de. Irene, wenn du bei dem bleibst, was du gerade eben gesagt hast, bedeutet das, der Frank soll weiter Schmerzen haben? Ich würde sagen, dass diese Einnahme von Marihuana, und das hat er ja jetzt selbst gesagt, unter ärztlicher Aufsicht irgendwo auch geschieht, dass ihm der Arzt das genehmigt hat. Und ich denke, wenn der Arzt dabei ist und sagt, das ist okay, dass du das nimmst, dann ist es vielleicht doch ganz was anderes, als wenn ich mir auf dem Reggae-Festival mein Cannabis reinpfeife. Gut, aber dazu muss ich auch ganz klar sagen, ich meine, du siehst es, wenn du zum Arzt gehst und für die Schule oder für die Uni eine Krankschreibung willst, dann schreibt er dir das innerhalb von 0,5 Sekunden raus, wenn du bloß dich mit deinem Arzt gut genug verstehst. Also wäre es dann, denke ich, auch nicht so schwierig, an solche Sachen dran zu kommen. Weil wenn ich eine Schmerztablette will und zu meinem Arzt gehe und sage, ich brauche eine Aspirin, das Stärkste, was es gibt, da fragt er nicht nach, warum, sondern er schreibt es mir einfach raus. Aber ich denke mal, er wird doch mehr überlegen, ob er dir jetzt vielleicht eine Befreiung für die Schule schreibt, als ob er dir Cannabis verschreibt. Also ich glaube nicht, dass das über Spitzelwirtschaft funktioniert. Er überlegt definitiv nicht, wenn er irgendwelche Medikamente verschreibt, die ja definitiv auch zu den Drogen gehören, wo auch sehr viele Menschen davon abhängig sind. Das ist ja ein Großteil von den Deutschen ist Drogen, also abhängig im Sinn von Alkohol oder im Sinn von Tabletten. Ja, das Patrick? Ist ja nicht das Thema, ob man jetzt dann dadurch leichter rankommt oder nicht, sondern ich denke, wir haben ja jetzt eindeutig gesehen, was der Frank braucht, ist eine Therapie und eine legale Therapie, und was ihm am wenigsten hilft, ist eine Kriminalisierung. Also. Und was mitunter eines der größten Probleme ist, genau diese Fälle, wie es jetzt dem jungen Herrn passiert ist, das wird selten von der Bundesopiumstelle genehmigt. Im Regelfall muss man 500 € im Monat selber zahlen. Das zahlt nicht die Krankenkasse, das ist Dronabinol. Das ist die Form von medizinischem Cannabis in Deutschland. Das ist sozial ungerecht und das ist kein medizinisches Cannabis. Daran verdient die Pharmaindustrie massenhaft Geld. Dabei geht es um Geld. Und dabei bei dem ganzen Themenkomplex geht es darum, wer verdient wie viel Geld mit welchen Drogen. Lass uns mal bei dem. Jetzt möchte ich dazu auch noch schnell was sagen. Also wir sind auch ganz klar dafür, das eben in den Leistungskatalog der Krankenkassen zu übernehmen. Weiß ich auch rausgestellt, zum Beispiel in Amerika, da gibt es Medical Marijuana, heißt es so, zum Beispiel in Kalifornien. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass es wirklich eine schonende Schmerztherapie ist. Schmerzmittel werden ja eben auch ausgegeben in Tablettenform durch Apotheken. Und das ist aber alles künstlich, und sagen wir jetzt, ein natürliches Sedativum ist doch immer besser, würde ich jetzt sagen, als eine chemische Variante. Und deswegen, das heißt, ihr seid nicht nur dafür, dass es generell legalisiert wird, sondern auch noch, dass man es auf Rezept in Zukunft kriegt. Wenn medizinische Gründe vorliegen, natürlich, klar. Du bist auch der Meinung, oder auch die Partei, die Linke, ist der Meinung, dass die Drogen, also zum Beispiel die weichen Drogen wie Cannabis, Marihuana, die sind gar nicht das Problem. Und an der Stelle habe ich dich eben unterbrochen. Ihr sagt, Zigaretten und Alkohol sind eigentlich das Problem, das wir haben. Ja, es ist ja ganz klar so, dass die legalen Drogen ja schon sehr verharmlost werden in der Gesellschaft. Also eben, wenn man es anschaut, bald geht es wieder los im Oktoberfest, was eigentlich nur ein riesengroßes Besäufnis ist, was im Endeffekt auch noch mit Infrastrukturmaßnahmen gefördert wird. Das heißt, kiffen ja, aber trinken und rauchen nein. Nein, das heißt nur so, man soll es dann vielleicht gleich behandeln. Warum ist Trinken okay, was wesentlich schädlicher ist, nachgewiesenermaßen, als Cannabiskonsum zum Beispiel? Und eben der Konsum von Cannabis ist so schlimm und furchtbar. Wenn wir uns die Todeszahlen anschauen, sterben jedes Jahr im Alkoholkonsum ungefähr 40.000 Menschen, am Tabakkonsum 150.000 Menschen, am Kiffen ist noch keiner gestorben. Genau, dazu haben wir einen Beitrag. Schauen wir uns den mal kurz an, dann haben wir eine neue Diskussionsgrundlage. Tagtäglich sterben Menschen an Drogen, die meisten davon an Zigaretten und Alkohol. Pro Jahr sterben 42.000 Menschen durch Alkoholkonsum, 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Zum Vergleich: Durch den Missbrauch illegaler Drogen sterben dagegen nur 1.400 Menschen. Auch im Straßenverkehr haben legale Drogen schwerwiegende Konsequenzen.
Im Jahr geschehen rund 20.000 Unfälle durch Alkoholeinfluss, durch illegale Drogen 1.300 Unfälle. Sind demnach nicht die illegalen, sondern die legalen Drogen unser Problem? Daniel, du hast es eben angesprochen. Was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, allein wenn wir uns anschauen, 1.400 Drogentote. Das sind nicht Drogentote, sondern Drogenpolitiktote. Das sind Leute, die sterben an schlechten Substanzen, daran, dass sie nicht wissen, wie viel Heroin sie sich gerade in die Venen jagen. Und dem können wir nur entgegnen mit einer Legalisierung oder mit einer kontrollierten Abgabe von Heroin, von Diacetylmorphin und nicht einer ideologisierten Form der Drogenpolitik, wie es die Union betreibt, dass sie Methadon abgibt. Das ist ideologisch verbohrte Drogenpolitik. Naja, ich denke auch, wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Also da ist auch, da muss ich wirklich sagen, da ist auch die Drogenpolitik insgesamt gescheitert, wenn man sich diese Zahlen schon mal anhört. Aber es beweist auf der anderen Seite auch, dass man mit den strengsten Kontrollen trotzdem nicht verhindern kann, dass es Missbrauch gibt. Aber ich denke, gerade die Polizisten, die jetzt zum Beispiel in Holland an der Grenze stehen, wenn man das Geld, was die in Kosten nehmen würde, um mal bessere Prävention in den Schulen zum Beispiel ab der 5. Klasse zu betreiben. Bringt das denn wirklich was, eine Prävention in der Schule? Also ich war da immer eher gelangweilt und dachte mir, na gut, jetzt habe ich wenigstens keinen Unterricht und schreibe keine Klassenarbeit. Hast du eine Prävention erlebt, eine richtige in der Schule? Ja, da war das offensichtlich keine gute Prävention. Eben, der Grund ist ja, dass es ja dämonisiert wird in der Schule. Es ist ja eher so, oh Gott, haltet euch vom Kiffen fern, Kinder, das ist so böse. Anstatt, und jeder Jugendliche durchschaut das und weiß, dass es nicht stimmt, dass man daran stirbt, wenn man mal einen Joint zieht. Und das wird einfach wirklich auf einer, ja, einfach sehr durchsichtig schlechten Weise aufgeklärt. Es muss einfach, wieso bringt man in der Schule Jugendlichen nicht den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und Drogen bei, und zwar im realistischen Maßstab? Wieso lernen die nicht zum Beispiel, dass man jemandem mit einer Alkoholvergiftung kein blutverdünnendes Mittel gibt? Das sind Sachen, mit denen die Jugendlichen wirklich tagtäglich auch konfrontiert werden, eher weniger mit dem Fahrungsverhalten der Nacktschnecke. Ja? Gut. Also was ich denke, was da auch noch dazu gesagt werden muss, ist ganz klar, dass dann auch noch zusätzlich da dazu einfach Betreuungsmaßnahmen geschaffen werden müssen, egal für die, die wo Alkohol, Nikotin oder von harten Drogen abhängig sind. Also das ist eine ganz zentrale Forderung, die die SPD auch in der nächsten Legislaturperiode gerne in der Regierung durchsetzen würde, dass wir einfach sagen, die Betreuungsplätze müssen wirklich massiv ausgebaut werden, weil so wie es, hier in Bayern ist unter der CSU-Landesregierung, dass es 20 Therapieplätze gibt oder weniger, so kann es nicht weitergehen. Irene, du von der Union, du hörst es jetzt die ganze Zeit, überzeugt dich gar nicht? Ja, nein. Das ist schön. Nein, ja, nein. Also in dem Fall mit den Betreuungsplätzen, da muss ich ihm schon recht geben. Es fehlt und es mangelt. Und auch an der Prävention in den Schulen mangelt es. Es mangelt am Umgang, aber es mangelt auch irgendwo an der Vernunft der Jugendlichen, muss ich ein bisschen sagen, was ich auch so vom Weggehen her kenne, mit dem Alkohol. Es macht mittlerweile, macht es denen nur noch Spaß, sich die Birne zuzusaufen. Und da, ich muss dir wirklich recht geben, es mangelt an der Prävention und am einfach vernünftigen Umgang damit. Wir haben gerade schon das ein oder andere Mal kurz dieses Thema gestreift. Naja, vielleicht braucht man auch einfach so einen überwachten Raum. Und du hast gerade eben ganz kurz die Niederlande angesprochen. Da haben wir ja genau diesen überwachten Raum. Und die Folge von den Coffeeshops, in denen dort das Rauchen und das Kiffen erlaubt ist, sind 0 Drogentote. Und wesentlich weniger Abhängige, egal ob von Cannabis oder sonst irgendwas. Und das war die Forderung, die vielleicht vorhin von mir etwas verwirrend geklungen haben muss. Aber deswegen sagen wir von den Jusos ganz klar, es sollte nicht jetzt super allgemein überall freigegeben sein, nicht im Supermarkt neben den Süßigkeiten, sondern warum nicht auf dem Chiemsee Reggae? Wobei das Coffeeshop-Modell ist ja nicht die Idealvorstellung, die wir haben. Also das ist ja in der Niederlande auch so eine zweigeteilte Medaille, weil man... Welches ist es dann? Ja, ich denke, das Coffeeshop-Modell ist ja so, du darfst die Drogen dort verkaufen, aber zum Beispiel beziehen muss sie der Coffeeshop auch illegal. Ja, das ist auch genau, wieder, da genau macht man nur halbe Sachen. Ganz genau, einen solchen legalen Rahmen, der in sich schlüssig ist, finden wir mit einem Drogenfachgeschäft, wie es die grüne Jugend versucht, in die Partei hineinzutragen. Lass uns mal ganz kurz noch, bevor wir darüber sprechen, über ein Drogenfachgeschäft, wie auch immer das aussehen kann.